Was können Sie sonst noch tun? Embodiment. Wem sagt das Stichwort Embodiment was? Also, Embodiment ist eine ganz pfiffige Sache. Und zwar hat das was mit dem Pferdeflüsterer zu tun. Wir hatten es ja heute schon mal mit Pferden. Ich weiß, nicht alle Frauen sind Pferdefans, ich schon. Aber das macht was ganz deutlich. Wer hat den Film gesehen, Pferdeflüsterer? Ja, doch eine ganze Menge. Und da gibt es so eine Szene, wo dieses traumatisierte Pferd nach dem Unfall jetzt beim Pferdetherapeuten ist, beim Pferdeflüsterer, und therapiert werden soll. Und da sieht man, wie der steht in der Mitte und dieses Pferd rennt in so einem eingekreisten Areal, immer so hektisch im Kreis und schreit und will offensichtlich da raus. Und schließlich schnappt sich der Cowboy sein Lasso, fängt ein Hinterbein ein, reißt dieses Pferd um, stützt sich mit beiden Knien dem auf den Hals drauf und lässt es nicht wieder hoch. Und das Pferd strampelt total wild und auf einmal, oh Erstaunen, dieses Pferd liegt total still. Und dann steht der Pferdeflüsterer auf, macht sich mal kurz die Knie sauber und das Pferd bleibt absolut entspannt liegen, obwohl es nicht mehr festgehalten wird. Was ist da passiert? Das ist Embodiment und das ist das, was ich meine mit, dass unser Gehirn ein bisschen doof ist. Denn in der freien Natur würde sich ein Pferd nur dann so ganz flach hinlegen, das sind ja Fluchttiere, haben wir heute schon mal gehört, wenn sie sich absolut sicher fühlen. Denn die wollen ihre Laufwerkzeuge immer am Start haben, damit sie schnell weg können. Ja? Und wenn jetzt also dieses Pferd mit Gewalt hingelegt wird und eine Minute gehalten wird, nur eine Minute, dann schaltet das Gehirn um und sagt, Moment mal, herrschen liegt, muss entspannt sein und haut die entsprechenden Botenstoffe raus. Und jetzt überlegen Sie sich mal, was das für Sie bedeutet. Also für mich hat es beispielsweise bedeutet, ich habe mir immer Sorgen gemacht, dieses vor Publikum stehen, gibt es ja so eine Untersuchung, dass mehr Menschen Angst vorm Stehen vor einer Gruppe haben als vor dem Tod. Und bei mir war es auch echt so. Ja? Und ich habe dann mit solchen Embodiment-Techniken gearbeitet. Ich habe meinen Körper gezwungen, in die Haltung einer selbstbewussten Person sich hinzustellen. So wie ich jetzt gerade stehe. Ne? Also möglichst symmetrisch, möglichst aufrecht. Man hat herausgefunden in der Forschung, dass es vor allen Dingen auf den Tonus im Oberkörper, auf die Muskelspannung im Oberkörper ankommt. Und dass ich meinen Kopf gerade halte und dass ich schön weiteratme und so weiter. Und dann denkt mein Gehirn, Frauchen ist cool und haut die Botenstoffe raus. Und Sie müssen das nur eine Minute durchhalten. Und es gibt auch eine ganz tolle Untersuchung, es wird ja in der Psychologie alles immer sehr aufwendig mit sogenannten Cover Stories gemacht. Das heißt, die Leute, die untersucht werden, die dürfen gar nicht wissen, worum es geht. Und in dem Fall hat man da einer Gruppe von Studenten gesagt, pass mal auf, es gibt ja Menschen, die haben Probleme mit den Gliedmaßen, die haben vielleicht keine Arme. Wir wollen mal wissen, was man mit dem Kugelschreiber machen kann, ohne Arme. Und hat der einen Gruppe gesagt, bitte nehmt den Kugelschreiber so in den Mund, dass nur die Lippen Kontakt haben, also so. Ha? Und der anderen Gruppe hat man gesagt, bitte nehmt den Kugelschreiber so in den Mund, dass nur die Zähne Kontakt haben, also so. An was erinnert das ganz entfernt? Sieht ein bisschen bescheuert aus, ich gebe es zu, aber an was erinnert das ganz entfernt? An der Gesichtsmimik, die wir sonst so haben? Lächeln, ganz genau. Und die wussten noch nicht einmal, dass es jetzt um Lächeln geht. Die dachten, sie halten einen Kugelschreiber. Und schon diese ganz vage Andeutung hat das Gehirn interpretiert in Frauchen ist gut drauf und haut die entsprechenden Botenstoffe raus. Probieren Sie es mal. Also, ne, Sie können sich vorstellen, wenn ich vor so einer Gruppe stehe und mir ist aber gerade was Doofes passiert und ich bin eigentlich schlecht gelaunt, da muss ich doch irgendwie meinen Zustand managen können. Das will ich Ihnen doch nicht zumuten, dass ich jetzt hier mit so einem Gesicht stehe. Ja? Also habe ich mir so Techniken, habe ich mich viel mit beschäftigt und das funktioniert.